Nach dem Angriff auf die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg wurden in den Jahren 1941 bis 1945 mehrere Millionen sowjetische Soldaten in Gefangenschaft genommen. In dem Kriegsgefangenenlager Stalag 326 in der Senne kamen im Juli 1941 die ersten sowjetischen Gefangenen an. Nach einer sehr anstrengenden, zum Teil wochenlangen Reise ohne Versorgung, erreichten die entkräfteten Kriegsgefangenen in den Güterwaggons den Bahnhof in Hövelhof. Anschließend folgte ein 7 Kilometer langer Fußmarsch zum Lager. Sie erreichten sehr erschöpft den Haupteingang mit der Lagerstraße. Die Baracken, in denen die Gefangenen unter katastrophalen hygienischen Bedingungen untergebracht waren, existieren heute nicht mehr. Auch litten die Gefangenen unter der schlechten Versorgung, die oft zum Hungertod führte. Hier ist eine solche Baracke zu sehen, die heute als Modell in der Dokumentationsstätte zu besichtigen ist. Im ehemaligen Arrestgebäude ist heute die Dokumentationsstätte untergebracht. Damals waren dort 28 Zellen auf 30x8 Metern verteilt. Unter Arrest standen die Gefangenen noch häufig willkürlich, da selbst das Zurückfallen hinter der Gruppe durch körperliche Schwäche als Fluchtversuch oder Arbeitsverweigerung gedeutet wurde und somit zur Bestrafung führte. Nach Ankunft im Kriegsgefangenenlager folgte die Registrierung auf Personalkarten, die menschenunwürdige Desinfektion und der Erhalt einer Erkennungsmarke. In dem noch heute erhaltenen Entlausungsgebäude wurden die Kriegsgefangenen gezwungen, sich gegenseitig sämtliche Körperbehaarung zu rasieren, bevor sie unter die heißen Duschen gedrängt wurden. Die Transporte der wenigen Lebensmittel und anderer Ressourcen verlief teilweise über Schienen, die durch das Lager verliefen. Während der Erbauung des nahegelegenen sowjetischen Soldatenfriedhofs wurden diese dann als Umzäunung genutzt. Bis heute sind Teile davon vorhanden. Mit der Ankunft der ersten Gefangenen im Sommer 1941 entstand ein Gräberfeld für die Toten des Lagers. Bis 1945 musste es auf 36 Massengräber erweitert werden. Nach der Befreiung im April 1945 gestalteten die Überlebenden das Gräberfeld in einen Ehrenfriedhof um. Zum Gedenken und zur Mahnung erbauten sie den Obelisken, der im Mai 1945 eingeweiht wurde. Von tausenden Toten sind bis zum heutigen Zeitpunkt Dezember 2016 15.500 namentlich bekannt und auf den Stelen aufgeführt. Diese wurden im Sommer 2016 eingeweiht.